Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Marcuti und heute möchte ich euch meine Kaffeemaschine vorstellen. Diese habe ich letztes Jahr erworben und möchte wirklich dazu noch schnell ein Video machen, weil sie wirklich sensationellen Espresso macht und Cappuccino. Ja, das ist die Elba 2. Ist eigentlich wirklich eine Top-Maschine mit Nussbaum-Holzgriffen. Mit hier noch manuelle Ansteuerung der Brühgruppe. Diese Brühgruppe hier, die ist die E61 von der Faema. Wirklich robuste Bauart wie früher. Die macht ein Top-Espresso, diese Brühgruppe, mit zusätzlichen Ablassventil. Hier das Manometer, Betriebsanzeige, Hauptschalter. Und zusätzlich könnt ihr hier nach vorne ziehen. Und hier habt ihr noch den Wasserbehälter, 1,5 Liter Inhalt. Und da ist sie völlig unabhängig und ist sehr, sehr klein. Die Maße werde ich unten an den Beschreibungen noch hinlegen. Also sie ist kompakt, schmal und wirklich perfekt. Was noch top ist an dieser Kaffeemaschine, ist den Behälter, den Ablassbehälter. Den könnt ihr mühelos herausziehen. Ihr habt hier zwei Magnetanschlüsse. Wirklich, das ist sehr, sehr einfach und kommt jetzt einfach zum Reinigen. Handzack wird angezogen. Perfekt. Ihr könnt die Spülmaschinen fest, könnt ihr reinlegen. Und die Elba 2 hat ja zwei Kreissysteme. Das heißt, das ist ja unabhängig. Ihr habt sofort auch Dampf, was ideal ist bei dieser Kaffeemaschine, weil ihr den Cappuccino jetzt aufschäumen könnt und dann sofort, ohne die Kaffeemaschine abzukühlen, den Kaffee brühen könnt. Das ist wirklich top. Also die Größe, das Style, wirklich ergonomisch und die Brühgruppe, wirklich, die ist fantastisch. Also die kann ich wirklich gut empfehlen. Mühle, die ist wirklich top. Da werde ich, denke ich, auch noch ein Video machen über die Mühle. Die kann ich wirklich ganz, ganz gut empfehlen. Dann habe ich noch ein Tamper dazu. Ups. Tamper und den Satzabwurf. Ja, was habt ihr noch dabei? Sind ein Kaffee, ein Siebträger. Dann kommt noch dazu den doppelten Siebträger. Ja, und diese Reinigungssachen habe ich dazu gekauft. Dann werde ich auch noch ein Video hineinstellen, wie ihr diese Brühgruppe einmal, zweimal in der Woche mit dieser Einheit, mit diesen zwei Teilen reinigen könnt. He? Machen wir mal einen Kaffee. He? Nun, das Problem ist, ich verwende jetzt diese Espresso-Tassen, die sind relativ dickwandig. Und die sollte man wirklich gut vorheizen. Wie macht man das am besten? Diese Kaffeemaschine hat ja keinen Teeauslauf. Also ihr müsst hier hineinfahren, den Dampfhahn hineinlegen. Das geht sehr, sehr schnell. Dann ein Lappen drum, so, und kurz öffnen. So, 10 Sekunden. Schließen und diese Tasse ist jetzt wirklich, boah, die ist extrem heiß. In Nu habt ihr eine wirklich warme Espresso-Tasse mit dem Dampfhahn. Das ist wirklich sensationell und das muss man erkennen. Und so könnt ihr wirklich, eure Gäste gut bedienen. Ja, machen wir den Espresso. Nehmt mal den Siebträger raus. Ich habe jetzt hier eine ganz gute Mischung von Mocha Efti, 7,8 Sekunden. Seht ihr, ihr könnt es gerade loslassen. Die Mahlung darf nicht grob sein. Ja, vielleicht sieht man, die muss ziemlich fein sein. Und jetzt werde ich es mit dem Tamper, ist ein bisschen schwierig mit dem Nadel, mal probieren, so. Den Tamper muss auch passen auf den Siebträger, so kurz, jetzt habe ich nicht so fest, aber das geht schon. So soll es sein, dann einklinken, probieren wir mal. So sieht die Brühgruppe aus, von unten. So.
So kurz anziehen. Die warme Tasse, die ist immer noch sehr heiß. Und jetzt müsst ihr mal schauen, was passiert. Diesen Hebel hochziehen. Und jetzt läuft sie. Schaut mal die Creme an. Fantastisch, also. Boah. Schalte kurz ab. Seht hier den dritten Weg, wird hier herabgelassen, den Ausgang. Und jetzt habt ihr hier ein wirklich sensationeller Espresso. Hol ich mal einen Löffel. Also wirklich perfekt, he? So wie in Italien. Jetzt, ja, jetzt hat sie kurz geladen für den Boiler. Ja, die macht wirklich top, top, top Espresso, die Kaffeemaschine. Ich werde kurz mal noch einen Cappuccino machen. Ich habe jetzt hier die größere Tasse genommen, Milch reingetan und jetzt mache ich mal ein Cappuccino. Werde mal kurz hier öffnen, das Dampfventil, der Dampfhahn. Dann, ja, mit einer Hand ist ein bisschen schwieriger. Ich werde es mal versuchen. Kurz öffne es ein bisschen. Ein bisschen Luft reinlassen. Ja, das könnte klappen. Dann schön hochfahren so. Ja, ist noch schwierig, gleichzeitig zu filmen und den Cappuccino zu machen, aber das geht schon, ja. So, die ist jetzt schön warm. Perfekt. Mal den Lappen sofort alles reinigen, dann ausblasen. So, dann werde ich jetzt mal den Siebträger drauf nehmen und ihn ausschlagen und könnte es direkt wieder mahlen. So andrücken. Wichtig ist, dass ihr dieser Rand hier. Dieser Rand muss immer wirklich sauber sein. Also, ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ich werde es mal versuchen. Ja, von Hand mit deiner Hand abreiben, kurz, die Oberfläche kurz. So. Das ist sehr, sehr wichtig, dass dieser Rand immer sauber bleibt. Dann einspannen. Und jetzt habt ihr. Die Milch ist aufgeschäumt leicht, ein bisschen nicht perfekt, aber ja, mit einer Hand ist es ja schwierig, habt ihr gesehen. Aber ihr müsst mal schauen, was jetzt passiert, wie es aussieht mit dem Kaffee auf dem Schaum. Hammer. Schaut mal die Farbe an. Wirklich sensationell. Ja, das sieht ja wie in Italien, he? Also schön kräftiger Kaffee mit einer feinen Crema. Ja, so kann man den Morgen gut anfangen, he? Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video, eine kurze Anleitung über die Elba 2. Schreibt doch einen Kommentar, ich werde immer alle Kommentare beantworten. Und ja, bis bald, liked es oder teilt es, das würde mich sehr freuen. Tschüss, euer Markus.